Seitdem das bei Leonardo bekannt ist, bis Frankenstein und anderen berühmten Anatomen gab es viele Fetischisten der Gewebe, sprich des oberflächlichsten Gewebes von allem, das die Innenseite des borromäischen Knotens von der Außenseite trennt, das die Knochenstruktur der hässlichen Rekombinatorik von der Oberfläche des Schönheitsscheins trennt, nämlich der Haut als dem ersten Gewebe. Alle diese Spinnengenetze, seitdem Kleider gewoben worden sind, seitdem Penelope 20 Jahre lang am Webstuhl saß und wieder auftrennte, alle diese Modeerscheinungen, die die Politik lenkten oder zumindest reproduzierten, seit Coco Chanel, alle diese Texturen, die die Grenzfläche zwischen dem Imaginären zur Verkleidung oder Verschönerung oder zur Hochstilisierung und Betonung des Erotischen der Haut machten, bis hin zur Verbindung jener anderen Textur, die der Text, nämlich des Symbolischen ist, und drittens der organischen Textur, das, was die Anatomen, diese Fleischzutzler und Acharonta-Forscher wie ich, die darauf bestehen, dass hinter diesem Oberflächenschein des Edgar Allan Poes als entwendeter Brief eine satanische oder eine jedenfalls andere Brutalität von miteinander herumspinnenden, herumscrabbelnden Spinnfaden, Geweben herrschen, wie das Ribosom als Nähmaschine oder eben die Signifikantenkette als Textmaschine produziert. Das alles sind Gewebeforscher, Fetischisten der Haut als das erste aller Gewebe, Fetischisten der inneren Baufälle, Faszienbündel. Es gibt so viele anatomische Strukturen, die mit textuellen Geweben zu tun haben, von der makroskopischen Ebene der Organumkapselungen bis zur mikroskopischen Ebene der Zilien- oder Balkenstrukturen von Organen bis hin zur ersten Oberfläche, nämlich der Membranhaut jeder Zelle, und dann darunter wieder das andere Ziliennetzgewebe, das die Zelle stützt und die Spindelfäden aufteilt, und alle diese Mechanisierungen der Fortbewegung seit den ersten Amöben, seitdem sie ihre ersten Tentakel ausgestreckt haben. Das sind alles Verhältnisse vom Runden, von der ersten Zellmembran, die nur aus Phospholipiden als erste Bipolarität entsteht zwischen dem Lipophilen, also dem fettfreundlichen und dem wasserfeindlichen und dem Hydrophoben und so weiter, automatisch zur Kugel zusammenbildet, aber dass sie sich dann bewegen kann und noch dazu teilen kann, das ist den Zilien, Bälkchenstrukturen, den ersten Geweben geschuldet, die die Fortbewegung des Vorwärtsrobbens, die Ursache des Lichtes sind, die Ursache von Fressen und gefressen werden sind, die Ursache von immer größer werdenden und zusammenschließenden Zellstrukturen sind, um nicht gefressen zu werden, und so weiter und so fort, mit dem Weben, mit der Weberin, mit dem Gewebe kommt man an den Ursprung aller Bewegung, nicht Gewebung, sondern Bewegung. Das ist nicht zufällig, glaube ich, dieser Zusammenhang der Spinnerin Clotho. Und dieser Fetischismus nach der Suche, nicht des Parmenides, warum ist überhaupt etwas geworden und nicht nichts, das betrifft noch das Anorganische, sondern warum
ist aus dem anorganischen, durablen, festen Material plötzlich ein weichfleischig sich bewegendes, in fortbewegendes, flüchtendes, angreifendes, fressendes, einverleibendes und so weiter Ding geworden, das blutet und leidet und Schmerz hat und dann sekundär Lust. Das ist der Fetischismus aller Biologen am Anfang. Warum ist überhaupt Bewegung geworden von organischen Körpern und nicht alles nur anorganische Materie, die da passiv auf das Auflöschen, Auslöschende wartend herumliegt geworden? Das ist nichts anderes als eine Erweiterung der paramenodeischen Grundfrage. Okay, habe ich mich wieder ausgelabert. Und zwar an einem Strand, an dem auch immer sich alles bewegt. Aber das ist nicht von Netzstruktur und von Textstruktur, was sich da bewegt. Das hat eine andere Struktur, dieses wallende, wellende, liquide Etwas, das auch ein Wunder darstellt. Weil Wasser hat so viele merkwürdige Eigenschaften, die sonst nirgendwo in der Anorganik vorkommen. Und verhält sich dennoch als materielles Ding. Obwohl es immer nicht anders zu sein vorgibt, als sich so zu verhalten wie Lebendes. Wenn man ein Kleinkind wäre und es würde plötzlich das Wasser gefrieren und erstarren, vielleicht nach Mandelbrotischen Fraktalen oder zu Eisschollen, und dahinter die Berge würden plötzlich zu Wellen und zu Wallen und zu Wabern und zu Zucken und zu davon zu robben beginnen, das wäre dann ein schöner Anblick.